Machen wir denn jetzt? Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf Darkwire. Ich befinde mich hier gerade bei diesen riesigen Pilzen, also in diesem Bereich, war eben in diese Höhle hier reingetaucht und habe da was Schönes entdeckt. Leider habe ich es nicht mehr nach oben geschafft, nachdem ich es entdeckt und bin abgenippelt. Von daher bin ich jetzt wieder da hingetaucht, habe hier gespeichert und mir gedacht, weil das sowas Nettes ist, machen wir das zusammen. Vor allem hatte ich sowieso wieder ein bisschen was vor. Also ist jetzt auch seit dem letzten Mal wieder einiges passiert. Ich verbringe ja hier Stunden. Wo ging es denn hier rein? Mal gucken, ob ich jetzt den Weg zurückfinde. Also ich verbringe ja hier echt Stunden. Also gerade runtertauchen. Und hier die Höhle. Halt, da liegt es direkt. Gut. Zeige ich euch das Wort. Ich bin nämlich noch hier rumgetaucht durch alle möglichen Verwinkelungen. Und dann, als ich wieder zurück wollte, denke ich, was ist das denn da? Und guckt mal. You are currently inside a long ist das nicht putzig? Licht aus. Ne, Licht an, glaube ich. Immer mehr. Süß, ne? Cute. Das ist einer von diesen, habe ich schon von gehört, von diesen, ja, ist ein Knuddelfisch oder irgendwie so, ne? Knuddel, ne? Knuddelfisch. Der sieht ja echt putzig aus. Den nehmen wir jedenfalls mit. So, und jetzt gucken, wieder raus. Also, gerade hoch. Was haben wir denn da noch? Nehmen wir alles mit. Ich habe so viel eingesammelt. Ihr glaubt nicht, was ich jetzt... So, hier bin ich nämlich... Ich mich verfranst. Also hier ist mir irgendwo die Luft ausgegangen. Sind wir mal hier reingekommen? Geht doch jetzt wieder los. Ich wollte lieber den Ausgang suchen. Moment, ich bin hier gerade ein bisschen... Genau das gleiche habe ich nämlich eben auch gehabt. Ich bin doch einfach nur runtergetaucht. Gerade runter, oder? Eine total Banane. Steht das nicht? Kann doch nicht sein. Ich bin doch gerade nur runtergetaucht. Anzeigung. Monumento. Eventuell nippel ich wieder ab, aber ich habe jetzt direkt vor der Höhle gespeichert. Gebe doch nicht. Hä? Was? Bin ich jetzt eine falsche Öffnung hochgetaucht? Wir sind doch hier runtergetaucht. Oder gibt es hier mehrere Öffnungen in der Decke? Diese Öffnung, ne? Wir sind nur diese Öffnung jetzt runtergetaucht. Direkt auf diesem blöden Stein zu. Oh, die Luft ist gleich wieder alle. Das war es damit. Da ist mein Schiff. Das gibt es nicht. Ja, ich weiß. Oh ja. Das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Ey. Hallo? Ja, ich versuch's. Aber ich verstehe es nicht. Wumm. Bin sofort wieder da. So, wir sind jetzt wieder da. Also. Die Höhle ist hier. Wir müssen hoch. Moment. Wir sind da hoch. Hä, aber... Das sieht hier ganz anders aus. Wir sind dann gerade runter. Weiter gerade runter. Weiter. Und hier gucken wir doch schon auf den Stein. Wir nehmen uns jetzt den Knuddler.
Schwimmen genau wieder so hoch. Evidence suggests it was eaten away by other life forms over many centuries to form these natural caves. Ja, ich bin echt, ey. Halt, gib mir doch. Da! Da! Oh, Gott sei Dank. Meine Güte. Wann kriege ich eigentlich mal ein Werkzeug, um die dicken Dinger hier kaputt zu machen? Ich musste jetzt für eine Sache tatsächlich mal googeln. Weil ich habe das mit den Eiern nie verstanden. Dann nehmen wir direkt alles mit. Wie gesagt, ich sammle im Moment alles. Ich statte mir mein U-Boot aus, meine Stationen aus, um mich auf die große Reise demnächst zu begeben. So. Übelchen. Wie sieht das denn jetzt aus? Ja, gut. Kreaturenei. Okay, da bin ich mal gespannt. Also ich musste tatsächlich googeln, wie man... Moment, ich speichere hier. Ich musste tatsächlich googeln, wie man die Eier ausbrütet. Habe ich nicht verstanden, weil ich dachte immer, man muss irgendwas anklicken oder so. Aber man schmeißt die einfach nur in diese Wassertanks rein. Bin ich nicht drauf gekommen. Das hatte mich ein bisschen gewurmt. Normalerweise will ich ja alles selber entdecken. Aber da mich das so wurmte und ich einfach nicht verstand, wie man diese blöden Eier ausbrütet, habe ich da mal gegoogelt. Ja. Was ich jedenfalls heute dann machen möchte, was ich nämlich auch machen kann jetzt, nachdem ich schon so viel eingesammelt habe, so viel getaucht habe, ich habe hier quasi diese ganze Ebene, dieses Plateau oder was das ist, auf dem wir uns hier quasi befinden, ich glaube fast komplett abgegrast. Was haben wir jetzt hier? Aber was ich euch zeigen wollte, was ich jetzt auch bauen kann, nämlich... Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hier, den Krebs. Habe ich jetzt auch alle Teile zusammen. Und von daher habe ich mir gedacht, den bauen wir mal. Ich muss mir nur das Material irgendwie noch herstellen. Und auch hier diese Neptun-Startplattform, wo wir dann später irgendwann wohl mit der Rakete den Planeten wieder verlassen können. Jedenfalls können wir diese Plattform schon bauen. Machen wir einfach mal. Von daher geht es jetzt erstmal heimwärts. Oh, ganz zügig. Und jedenfalls, ich bin seit Stunden, ich glaube seit dem letzten Take, da habe ich schon wieder, ich weiß nicht wie viel, 15 Stunden gespielt oder so. Und jetzt hier haben wir alles schon abgegrast, ne? Klar, wenn die so da steht, da waren wir da bestimmt schon. Ja, da waren wir schon, ja. Da waren wir auch schon überall. Und, auch unten die Base da. Da habe ich mir eine Station gebaut, habt ihr vielleicht gesehen, beim letzten, vorletzten Mal, ich weiß nicht mehr. Wo auch die Alien Base ist, wo ich erst nicht reinkam, die wissenschaftliche. Da bin ich dann auch nochmal rein, weil da habe ich wohl ein Tor übersehen, das ich dann öffnen konnte. Und von da konnte ich auch noch ein paar Informationen einsammeln. Und überhaupt bin ich so einige Stationen oder einige Wracks, die habe ich nochmal durchgetaucht. Dann auch nochmal das ein oder andere zum Bauen gefunden. Wie einen anderen Stuhl. Aber okay, ich zeige euch jetzt mal die Station. Die ist nämlich richtig fesch geworden. Mittlerweile. Ich mag die schon gar nicht mehr verlassen. Ich hatte jetzt auch keine... Ich habe zwar zwei neue angefangen, aber das sind mehr so kleine Zwischenstationen. Meine Hauptstation ist dann doch diese hier geblieben. Und die ist schon richtig nett geworden. Hier noch ein paar Glasgänge mehr gemacht. Ihr seht, ganz geschillt kann man hier sitzen auf den Stühlen. Päuschen machen. Ach, die sind schon geschlüpft. Schade, ich wollte dabei sein, wenn die schlüpfen. Beziehungsweise es hieß, 3 Tage dauert das, bis sie schlüpfen. War ich jetzt so lange weg? Bin doch nur mal losgedüst. Jo. Okay, gehen wir gleich mal gucken. Und hier Station. Also ist schon recht groß geworden, das Ganze. Hier oben nochmal Verbindungen gemacht.
Und wie gesagt, wirklich alles Mögliche eingesammelt. Ist hier das Ding auch schon geschlüpft? Hier hatte ich auch einen Fisch reingeworfen. Ah ja, da. Cool. So, wir docken einfach mal hier an. Wobei, nee, wir gehen in die Station. Da wird das Ding ja auch direkt aufgeladen. Hinauf. So, herzlich willkommen in meiner kleinen Unterwasserwelt. Oh, ihr werdet noch ein paar nette Überraschungen gleich entdecken. Ich habe mal wieder gespielt. Wo gehen wir denn lang? Ich zeige euch mal alles. Also das kennt ihr ja soweit. Hier hat sich jetzt nicht wirklich was verändert. Ich glaube, ich habe hier noch eine zweite Tasche zugestellt. Weil ich war auch noch mal auf der Aurora und habe mir da einiges geholt. Und hier, ihr seht, ich habe ein paar andere Bilder reingeladen. Ich dachte mir, diese Screenshots immer reinladen ist irgendwie langweilig. Kann man nicht auch in den Screenshot-Ordner ein paar andere Bilder reinladen? Und da habe ich einfach mal ein paar Bilder reingeschoben in den Ordner, so testweise. Und es funktioniert. Ich hatte eigentlich jetzt so Unterwasserbilder mit Meerjungfrauen und so ein Krams gesucht, weil ich dachte, das passt hier vielleicht ganz gut. Nur fand ich da nicht so viele, leider. So, hier eine Wackelheini. Pflanzen, Käppi. Das kennen da, glaube ich, auch schon alles soweit. Ja, hier habe ich nochmal so ein Bild. Nur, ich finde immer blöd, die brauchen immer ein bisschen zum Laden. Ob euch das schon mal aufgefallen ist. Auch hier jetzt die Meerjungfrau. Wenn ich nah rangehe, ihr seht, das ist verpixelt und ups, jetzt ist scharf. Solche Bilder hatte ich eigentlich gesucht, weil die fand ich ganz cool, ganz passend hier für meine Unterwasserwelt. Schön aus. Schick, schick. Oh, kommen auch andere Bilder. Nur, wie gesagt, das war jetzt mehr so auf die Schnelle mal ein paar Bilder gesucht. Gehen wir jetzt da weiter? Na, wir gehen einfach mal hoch. Ja, hier haben wir ein paar Pflanzen. Habe ich noch was zum Einpflanzen gerade? Nö, nicht wirklich. So, gehen wir noch einen höher. Und jetzt sind wir... Nein, sind wir doch noch nicht. Man verläuft sich hier schon sehr gut. Jetzt kommen wir in die Kantine, also in den Pauseraum. Ist der nicht fesch? Und da habe ich mir hier die Viecher hier unten reingesetzt, weil ich dachte, das sieht doch cool aus. Ich habe hier auf die Glasplatte den Tisch gesetzt und das war echt übel, den so halbwegs mittig da drauf zu bekommen. Weil so 100% ist immer noch. Sieht immer komisch aus. Also sieht komisch aus, je nachdem von wo man drauf guckt. Und auch hier eben überall die Bilder. Das hier ist, glaube ich, aus Pirate of the Caribbean. Meerjungfrau. Natürlich Fressmeile. Das eine nochmal von unten. Und hier die nette Meerjungfrau und der Heini. Den habe ich öfters verteilt. Und da kann man hier. Ne, hier konnte man nicht. Welchen konnte man? So, Päuschen machen. Sehr schön, ne? Sehr schön. Ich will gar nicht mehr weg hier eigentlich aus der Station. Man stellt sich das dann immer so cool vor. Wie das wäre, ne, wenn man selbst... Aber jetzt tun wir mal eben ganz kurz, wenn ich schon hier bin, weil Knuddler wollen wir doch... Oh, was passiert? Wie lange braucht der? Hey, schlupft der schneller? Hallo? Ja, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Guck. Cool. Stand er jetzt gerade, wie lange der braucht? Ich hab's nicht gelesen. Oder kommt der direkt raus? Stand da jetzt gerade was? Nee, ne? Stand doch gerade irgendwas. Wo sind... Nee, doch nicht. Schade. Auch ich würde es doch gerne sehen, wenn er schlüpft. Gucken, ob da... Ich zeige euch mal weiter die Station. So, also hier gechillter Pauseraum. Hier sind wir beim Reaktor wieder. Dann hier ist noch ein Ausgang. Hier sind mehrere Zugänge. Da geht's zum Scannerraum. Und hier oben geht's in mein Luxus-Apartment. Einmal hier vorne natürlich.
Und ach, wo klemmst du denn? Das hier habe ich noch ein bisschen erhöht. Da habe ich mir ein Luxus-Schlafzimmer gemacht. Und hier auch nochmal ein Pauseraum. Wobei hier fehlt der Fressautomat. Ja. Alles ein bisschen mit Pflanzen. Hier sind die Pflanzen mehr so Deko. Nicht Nahrung. Und ein Luxus-Schlafzimmer. Es ist diese nette Lady. Ich weiß auch nicht, wo sie herkam. Die war plötzlich da. Habe ich auch einen Meeresgrund gefunden. Genau. Schick, ne? Und dann diese Aussicht hier. So lässt sich arbeiten. Käppi aufziehen. Ich find's cool. Ist doch schön, ne? So, und jetzt geht's weiter. Aber hier wieder. Ging's hier irgendwo direkt runter? Ja, ich muss hier echt überlegen. Kupfer ist leider ein bisschen knapp, sonst hätte ich ja überall hingeschrieben, was wohin führt. Aber da hat man leider nicht so viel. Und hier habe ich meine Vorratskammer. Also die Hauptvorratskammer. Ihr seht hier, Kupfer schon mal ein bisschen. Mehr Gold. Lithium. Wahrscheinlich was eingesammelt. Wobei, ich tue das aufs U-Boot packen. Genau. Ah, hier hat ja noch ein Ei. Ach Mist, habe ich vergessen. Und ihr seht hier. Dann habe ich hier hinten noch ein paar Räume gemacht. Die sind aber überhaupt nicht eingerichtet. Und hier dauert wieder. Komm, Wirtschaft. Wirtschaft. Yo. Darkwire. Unbedingt abonnieren, ne? Sieht doch cool aus. Ich weiß nicht, ob ich die Bilder ein bisschen reduzieren muss. Ob ich die von der... dass die... Ja, ne? Vielleicht dann schneller laden. Muss ich mal gucken. Hier schwimmen wieder ein paar Fische durch meine Bude. Und hier die beiden Räume, oben und unten. Die sind noch nicht eingerichtet. Also der obere sieht genauso aus wie der untere. Die hätte ich einfach nochmal hier hingesetzt. Weil ich so im Baufeeling war. So. Dekorativen Stühlchen. Dann hier der schöne lange Gang. Doch nett aus. Und natürlich ist mal wieder Abend. Aber okay. Trinkt man sich hin. Genüsslichen Kaffee hier. Herrlich. Mal bis oben hin gucken. Cool. Ja. Oh, mein Magen knurrt. Oh, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Mal eben was holen gleich. Hier waren wir gerade. Hier hängt auch nochmal die Troller. Dann hier. Die, ne, Medizinstation quasi. Habe ich die Tante gefunden. Na, wird scharf. Jop. Dachte, passt ganz gut. Oh, und die Bilder wiederholen sich halt teilweise. Sag da so, was haben wir denn? Nahrung, was haben wir denn hier? Hab nicht gut vorgesorgt. Fressen wir den letzten. Die habe ich mir alle aufgehoben hier, die Dinger. Die findet man ja kaum. Ich hatte sie mir alle extra aufgehoben. So, und hier habe ich immer die ganze Zeit die... Nein, falsch. Medikit. Die alle mal auffüllen. Obwohl, ne, ich hatte gerade welche verbraucht. Dann lassen wir den mal drin. So, ich glaube, wir haben aber jetzt alles. Hier geht es nur wieder ins Lager. Fischtroller wieder. Und von daher... Wir sind jetzt soweit durch, glaube ich. Ja. Ich meine, wir hätten alle Räume gesehen. Das meine Basis, Leute. Ja. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr die findet. Und jetzt jedenfalls würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir das Krebsding da bauen und die Startbasis. Dafür brauche ich zum einen hier die mobile Fahrzeugstation. Ich hab so viel Zeug dabei, ne? Muss mal eben. Ich schmeiß mal eben das eine Ei noch. Wie kommen wir am schnellsten dahin? Ich weiß es nicht. Einfach so, glaube ich. Jupp.
Wo ist Knuddler? Bist du gewandert? Ja, was machst du denn? Komm, ich schmeiß hier noch ein Ei rein. Ich hoffe, die fressen sich nicht. Das hier. Boom. Hey. Gut. Dann wollte ich jetzt den Rest, den bringe ich mal eben. Genau, dann zeige ich euch die Cyclop auch noch. Meine Big Duck. Wie ich die eingerichtet habe. Ja, ich habe hier schon eine ganze Menge Krams gefunden. Von diesen ganzen Dosen hier. Die habe ich auch noch übergeplündert. Mehrere von diesen Teilen. Habe ich auch überall verteilt. Könnten sie nur noch ein bisschen mehr so einbinden. Also ich finde es ein bisschen wenig. Was man so an Dekomaterial hat. So, jetzt gehen wir mal gucken hier. Auch hier seht ihr alles mögliche an Schränken. Und oben die Bude, die ist auch sowas von voll. Da habe ich mir so eine Brandschutzanlage noch eingebaut. Und sieht ja wieder geil aus. Ich habe hier, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob es ein Update oder so gab. Jedenfalls habe ich das seit gestern. Dass vieles plötzlich so ausgeblendet wird. Auch auf dem Meeresgrund, dass ich plötzlich nur fehlerhafte Texturen habe. Ärgerlich. Feuerlöscher und hier auch alles schön betitelt. Mierschnapftechnik, Items, was haben wir eigentlich alles dabei? Was wollte ich unterbringen? Lithium, Magnetit und das Technikrams. Oh, dann nehmen wir den. Wieso habe ich denn... Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe nur zwei Sägeleiter gebaut. Wieso habe ich jetzt drei? Das ist mir auch mit irgendwas anderem. Genau hier, auch das Messer, die Thermaklinge. Ich hatte nur eine. Und ich habe irgendwo was aufgehoben und dann hatte ich zwei. Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt bei mir. Seit gestern oder so. Wieso ich jetzt noch einen dritten Gleiter habe, verstehe ich nicht. Strange. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Naja. Aber auch hier die ganze Bude voll mit Schränken. Ich sage ja, ich habe den Meeresboden sowas von abgesucht. Immer die Scannerstationen laufen lassen. Und dann alles weggegrast. So, Magnetit. Überall schön. Weil ich wollte mich so ein bisschen auf die Reise vorbereiten, weil es geht ja jetzt bald ein bisschen tiefer. Da, wo ich auch meine andere Station schon gebaut habe. Ah, falsch rum. Und von da habe ich gedacht, ich nehme mit, was ich finde unterwegs. Falls es das da unten nicht gibt und bin dann entsprechend vorbereitet. So. Sieht's denn hier aus? Ich hatte doch meinen Schrank aufgefüllt mit Wasser. Ja. Kaffee können wir uns trinken. Nimm mal hier. Und was haben wir noch? Essen hier. Ah, hier habe ich noch zwei Riegel, aber die hebe ich mir auf. Mach nur mal eben, sonst muss ich gleich ein paar Pflanzen mir mal holen. Vital signs stabilizing. Ja. So, sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, dann haben wir hier soweit alles geregelt. Okay, okay, die beiden Sachen bringe ich eben in die Station. Ba, 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 ba. Hell ist jetzt auch schön. Dann können wir nämlich draußen die Teile bauen. Ich muss nur gucken, was kriege ich jetzt da rein? Gut. Die Tasche wollte ich irgendwo absetzen. Ja, wo setzen wir sie denn ab? Ja, wir schmeißen sie einfach hier neben die Stühle da. Das hasse ich immer. Ich versuche die immer zu drehen. Da. So.
scheint hier jemand sein. Ein bisschen schräg, leicht schräg. So, hat jemand sein Gepäck vergessen, genau. Ich mache hier doch mal kurz einen Break. Ich hatte jetzt die ganze Zeit aufgenommen und mit dem Krebsbau, mit der Raketenstation bauen und so. Das ist dann doch etwas länger geworden, über eine Stunde. Und von daher mache ich zwei Parts draus. Also, das soll es für heute gewesen sein. Und ich sage daher an dieser Stelle erstmal ciao. Morgen seht ihr dann, wie ich den Krebs und die Raketenstation aufgebaut habe. Yo, bye. Ich ziehe mir jetzt noch eine Chipstüte.